Auch wieder Add-ons. Vielleicht lernt er aus den Fehlern, die er um sie gemacht hat, und will nur noch das beenden und fängt dadurch halt nichts mehr Neues an nach Wuppertal in Omsi und verabschiedet sich dann aus Omsi-Szene. Oder er will einfach in Lotus dann auch noch mal er will einfach noch mal in Lotus vielleicht beweisen, dass er auch was kann, anstatt nur ja, außer Scheiße. Zack. Nur welche Linie fährt hier lang? Nochmal rechts, weil von links kam er ja. Das heißt, wir können eigentlich nicht im Kreis fahren. Okay, Reifenweg. Okay, also hier hat sich. Welches? Also man hat auch gehört, die Haltestellen ansagen ziemlich leise. Aber wirklich ziemlich leise. Hier auch mal ganz schön so ältere Häuser hier, nicht nur so normalen Spannerhäuser benutzt, also durchaus auch schon mal Content von anderen Maps, die es nicht überall gibt, wie wir es auch gemacht haben. Ja, hier muss man gucken. Dann geht es nämlich automatisch weg, die Maus. Das finde ich auch ganz nice gemacht, dass es hier mal eine Haltestelle abgelegen vom Überland gibt. Also ist auch mal ganz nice. Hier können wir ruhig noch einen Screenshot machen. Dann sieht man auch mal hier das Überland. Vielleicht hier eher so. So, dann geht's jetzt hier wieder nur zurück oder was? Oder ja, wenden, okay. Also hier geht's nicht weiter. Nee, okay. Also wie man hier sieht, das ist auch alles Toolsplay eingesetzt. Jo. Und dafür haben wir hier aber auch einen großen Wendekreisel. Ja, okay, groß ist was anderes, aber der sollte ausreichen für einen Solobus. Ja, tut er auch. So. Dann fahren wir nochmal zurück. Und dann haben wir drei Screenshots, soweit ich richtig mitgezählt habe. Folgen werde ich gleich mal gucken, wie viele ich jetzt habe. Wenn das auch die dritte Folge ist, die jetzt auch auf Lauf, die auch ordentlich fahren. Ist bei mir nicht. Eigentlich sollte das ja auch weg. Hier auch sehr schön, also so eine Art Bauernhof, mal auch komplett anders dann, ist so, ja, standardmäßig. Eigentlich wie jede Map hat es Sachen gute, aber es gibt auch manche Sachen, die leider noch besser werden müssen. Ich weiß es jetzt nicht, ob der Bakugo bei mir ist mit dem Fahrplan. Wie ihr gesehen habt, ich habe auch diese Hubdatei drinnen. Und die Ansagen haben ja auch funktioniert. Das muss ja die richtige Hubdatei gewesen sein. Also ich kann schon mal nichts dafür, dass sie. What the fuck? War hier nicht so ein für Schnellbus? Ah.
Guck mal an, das Haus dampft. Das Haus dampft, juhu. Da müssen die Autos ja auch eigentlich Abgase drin haben, ne? Eigentlich ja schon. Nein, der gerade nicht. Aber wir müssen Abgas haben. Ja, wir haben auch Abgas. Sehr interessant. Ich dachte, hier gibt es noch sowas vom Schnellbus, oder war das an einer anderen Haltestelle? Das war tatsächlich an einer anderen Haltestelle. Naja, egal. Dann fahren wir mal kurz durch dich und durch dich auch noch mal schnell. Ja, und dann fahren wir noch mal bis zur nächsten Haltestelle zum Überlanden, dann sollte es auch. Dann haben wir 4, 5 Linien und mal gucken, wie viele Linien es gibt. Es gibt auch größere Linien mit 3-stelligen, habe ich gesehen. Ja, mal gucken. Die werden wir höchstwahrscheinlich dann alle nach und nach mal als normale Linienfahrt fahren, wenn ich es hinbekomme. Wenn ich mache mir einfach Fahrpläne selber, weil die Pfade, alles ist ja schon markiert, man muss nur noch den Fahrplan aktivieren wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich vergessen, dass hier irgendwie die Community halt nicht fahren kann, wenn es eine Beta ist, was ich entweder überlesen habe oder auch vergessen einzuschreiben. Denn ich habe wirklich nichts gesehen davon, dass es eine Open Beta sein soll. Und wenn schon, also nach Beta sieht es wirklich nicht mehr aus. So, dann machen wir mal noch Fernlicht an. Das gibt noch ein richtig schönes Screenshot. Okay, das funktioniert leider nicht. Der hat die Funktion leider rausgenommen. Das heißt, wir können. Okay, es gibt keinen Sound davon. Schade. Okay, dann fahren wir halt. Machen wir halt hier so noch einen Screenshot. Und noch am besten mit Kneeling. Okay, das zu. Also, das funktioniert das Kneeling. Schön runtergehen. Okay, ich glaube, wir haben sogar den perfekten Blinker. Oh, so. Ich gucke gerade eben mal schnell, wie viele Videos wir schon haben. 3 Stück, das ist jetzt das 4. Und dann fahren wir noch schnell bis zur nächsten anderen Haltestelle und dann verabschiede ich mich auch von euch und bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, auf mir YouTube muss man es mittlerweile wieder sagen. Und lasst einen Kommentar da und an die Bewertung auch nochmal denken und oben auch an die Abstimmung oben auch nochmal ganz wichtig und so.
zum nächsten Mal und tschüssi.